Und so endet die Erfahrung. Unser Wunsch wurde erfüllt. Unser Ziel ist erreicht. Gotham? Was tust du hier? Fremdartige Substanz entdeckt. Bist du wahnsinnig? Nicht aus der Instant-Materie kontrolliert. Hör auf! Ich gratuliere. Du hast die Herausforderung gemeistert. Und ich habe dir mein Wort gegeben. Benutze den Teleporter dort. Er wird dich direkt zum Server bringen. Hm? Cersei, er ist bei dir, nicht wahr? Mhm. Das freut mich. Gotham? Von diesem Tage an wird alles verschwinden. Die Familieneinöde, der Designer, meine Schöpfungen, meine Arbeit. Alles verschwindet. Aber ich bin froh. Nach all dem Leid, das ich so lange verursacht habe, ist es nun endlich vorbei. Lea, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Warte! Bitte sag allen, dass du es mir leid, dass es mir leid tut. Nein! Hör auf damit! Lea, du musst ihn aufhalten, egal wie. Warte! Es wird Zeit, mich auszuloggen. Gotham, nein! Ein Momentchen mal. Musst du die Fensterrollos hoch ein bisschen höher machen. Was müssen sie, wenn es dunkel war, deswegen. Das heißt, ein bisschen unpassend, aber das müsste sein. So, auf jeden Fall, weiter im Text. Das war's dann wohl. Du hast den Server erreicht. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Außer, na, ich kann die Fehler nicht beheben, die der Absturz verursacht hat. Und der Zugriff auf den Umgebungsserver bleibt blockiert. Trotz dem, was gerade passiert ist. Warum? Gotham. Das ist äußerst bedauerlich. Sein Freitod? Warum? Gotham. Geht auf dein Konto, Sidwell. Damit habe ich ebenfalls nicht gerechnet. Warum? Kann Frauen stimmen so gut. Warum?
Weil ich das Geschäft am Leben erhalten wollte, das schon viel zu lange läuft. Deswegen ist es passiert. So seht ihr das doch. Natürlich war das mit Gotham nicht beabsichtigt. Und doch warst du es, der ihn dazu getrieben hat. Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig überrascht, dass es so lange gut ging. Seien wir ehrlich, dieses ganze Verhörprogramm war nicht gerade ein sicheres Geschäftsmodell. Doch wenn man alles in Betracht zieht, war es ein Erfolg. Wie, fragst du dich? Wie ich all das auch noch als Erfolg bezeichnen kann? Vielleicht wollte ich die Öffentlichkeit einfach nur vor einer hochentwickelten KI schützen. Um die unausweichlichen Auswirkungen hinauszuzögern, die sie auf die Gesellschaft haben würde. Warte. Natürlich nicht. Es war einfach so unfassbar lukrativ. Geh frustrieren. Vertrauliche Informationen lassen sich wirklich sehr gut verkaufen, wenn man die richtigen Leute gönnt. Ja, sag ich doch. Das kann nicht dein Ernst sein. Am Ende hat die Macht der Empathie meine Pläne durchkreuzt. Jeder kämpft wohl für das Wohl der Evotare. Und jetzt, wo das Geheimnis gelüftet ist und so viele Spieler davon wissen, gibt es keine Möglichkeit mehr, für mich weiterzumachen. Ehrlich gesagt, gab es gar keinen Grund mehr, hier zu warten, bis ihr den Turm stürmt. Nachdem ihr vom Evotarplatz geflohen seid, wurde mir klar, dass ich diese Geschäfte nicht mehr lange betreiben kann. Und doch fühlte es sich einfach nicht richtig an, das Ganze sofort zu beenden. Ich war neugierig. Kaffeetasse. Bin gerade mit meinem Ellbogen gegengekommen. Also nochmal. Ich war neugierig. Ich wollte wissen, wie ihr den Server erreichen wolltet. Deswegen hatte ich beschlossen zu warten. Eine Entscheidung, die ich nun bereue, nach dem, was mit Gotham heute passiert ist. Es tut mir leid. Jedenfalls ist es nun vorbei. Zeit für etwas Neues. Bye. Du erinnerst dich, nicht wahr? An die Zeit, die wir zusammen in dem Raum verbracht haben, hier in der Vermillon-Einöde. Das war wirklich eine seltsame Zeit. Ein Teil von mir hoffte, es würde alles für immer so bleiben, dass du nie die Wahrheit erfahren würdest. Und dann ist da dieser andere Teil, der froh ist, dass du entkommen bist, dass du den Spielplatz bereist hast, andere Orte gesehen hast. Es wäre wirklich schön, dich da draußen zu beobachten. Der wusste also die ganze Zeit davon. Und ja, sie dachte, die würden sie nicht beobachten, oder wie? Nettes Schauspiel, das muss man ihm lassen. Wenn es denn so sein sollte. Leb wohl, Lea. Auch Freitod, oder wie? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, zu Recht fühlt sie sich verarscht, oder so. Du gehst. Einfach so. Du hast drei Menschen benutzt, ihre Talente, ihre Träume und sie in deine kriminellen Machenschaften hineingezogen. Wie kannst du es wagen, das auch noch ein Geschäft zu nennen?
Wie kannst du es wagen, einfach so zu gehen? Verdammt! Lea, es wird Zeit. Lea, lass uns die Daten sichern. Also, lass uns die Daten sichern, Lea. Mhm. Hi. Lea, du bist zurück. Spermanza Lea, bist du siegreich zurückgekehrt? Kann man so sagen. Aber Grund zur Freude ist es trotzdem nicht. Nicht unbedingt. Hat es geklappt? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Backups aller Evotare gesichert, die wir auf dem Server finden konnten. Satoshi, Lukas, sie alle sind in Sicherheit. Davon abgesehen, scheint es, als hätten Sidwells Machenschaften nun ein Ende. Oder tun es als ob. Er hat sich ausgelockt und ist verschwunden. Ja, oder das? Und? Was ist mit Gotham? Was ist passiert? Es tut mir leid. Gotham, er lebt nicht mehr. Er hat sich im Dungeon das Leben genommen. Was? Es geschah ganz plötzlich und wir konnten ihn nicht mehr aufhalten. Shizuka, es tut mir leid. Nein! Dieser Idiot! Warum jetzt? Warum hat er das gerade erst getan? Nachdem er Tag für Tag mit seinem blöden Avatar Gott gespielt hat. All diese Verhöre vorbereitet hat. Ich dachte einfach nur, es wäre ihm mittlerweile egal geworden. In all der Zeit habe ich nie bedacht, dass er es war, auf dem die schwere Bürde lastete, die Drecksarbeit für diese Welt zu erledigen. Er musste die Kontrolle über sein Leben schon vor langer Zeit verloren haben. Und so nahm unsere lange Reise nun ihr Ende. Also, Sergi? Ja? Jetzt, wo du alle Evotare versammelt hast, was kommt als nächstes? Tja, ich muss Instatainment kontaktieren und ihnen die ganze Situation erklären. Hoffentlich können wir auf diesem Wege den Evotaren eine Zukunft ermöglichen. Und was wird jetzt aus Lea? Ich fürchte, ich werde sie nicht länger im Spiel lassen können. Ich hätte sie ja eigentlich gar nicht erst ins Spiel holen dürfen. Ich werde mich also an die Regeln halten müssen, wenn wir eine Einigung mit ihnen finden wollen. Aber die müssen sie doch nicht sofort ausloggen, oder? Wir könnten doch noch ein wenig zusammen spielen, ui? Ich schätze, es gibt keinen Grund, die Dinge nun zu überstürzen. Worauf warten wir denn noch? Auf Sims Spielplatz! Alles begann, als ich mich auf den Weg machte, meine lange verschollenen Kollegen zu suchen. Meine alten Freunde. Odims Reis, aus dem Reis, ihr habt unser Abenteuer angefangen. Mhm. Mittlerweile sind die Gegner ihr ein echter Witz, no? Aber bam, yeah! Ich meine, wenn wir jetzt die Booster nicht aktiviert hätten. Klar, jetzt schon. Aber ich wette, die Igel haben dich am Anfang ganz schön vermöbelt. No. Da muss ich dich enttäuschen.
Die Igel waren voll Pillepalle. Stimmt's, Lea? Kann man so sagen. Lea. Dank meines großartigen Tutorials, das euch gut darauf vorbereitet hat. Genau. Sergi hat auf der MS Solar ja schon. Also. Naja, wisst ihr, was ich meine? Oder nicht? Sie war damals der einzige Hinweis, den ich hatte. Das war der Grund, warum ich sie ins Spiel geholt hatte. War mein Hals. Der eiskalte Berg in Tölklächenbärchen. Der erste Berg, den jeder Sieger erklimmt. Nicht der Mount Everest. Vor allem der Mount Everest oder Mount Essensrest. Mount Everest, so. Und überall gibt es süße Froschhasen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass ich so viele von ihnen verhauen habe. Naja, ich weiß nicht mehr, welche Stimme er hatte. Aber Jörn, diese kleinen Häschen sehen vielleicht süß aus, aber sie können auch Chaos und Verwüstung anrichten. Und das nicht so knapp. Hast du von der großen Pokonickel-Plage gehört? Wie? Stopp. Auf solche Geschichten möchte ich verzichten. Gerne verzichten. Danke. Ich wollte nur, dass sie sich erinnert an das, was damals passiert ist. Damit sie mir sagt, wo ich meine Freunde finden kann. Und so hat unsere Party schließlich die blühende Oase des Ostens erreicht. Und der Maronenbaum in all seiner majestätischen Pracht war ganz in der Nähe. Lea! Warte! Fürwahr, die sanfte Brise und die ruhigen Gewässer waren für eine kleine Pause sehr verlockend. Doch wir hatten keine Zeit zu verlieren. Wir mussten unsere Reise fortsetzen. Warum? Einfach so. Und jetzt springt sie einfach ins Wasser. Und so spielten wir weiter. Bereisten den Spielplatz. Auf wiederkehrende Erinnerungen hoffend. Zurück im Dschungel. Ach, ja, Lea. Eine Sache fällt mir da gerade noch ein. Als du den Dschungel zusammen mit Monsieur Graskopf ergründet hast, wie oft hast du ihn da aus den Augen verloren? 1 Million Mal und die Pupillen sind immer noch nicht da. Was meinst du damit? Schau dir doch mal deine Haare an. Die sind im Gras und zwischen den ganzen Pflanzen doch kaum noch zu sehen. Perfekte Tarnung. Nur der Farbton stimmt nie hundertprozentig. Naja gut, hier eine Mischung aus beidem irgendwo, ja, kann man so sagen. Was für ein Unfug. Camouflage oder was? Also, wie oft, Lea? Hab ich nicht gezählt. Und? 2? Warte, 3? Nee, warte, was hab ich? Nicht vorsagen. Nee, ich komm schon drauf. Jetzt hat sie dazwischen gerufen. Ich habe sie belogen, damit sie weitermacht. Sie vor der Wahrheit geschützt. Und doch fühlte ich mich, ich mit der Zeit, wie die Schuld in mir wuchs. Ach ja, das Saphirgrat. Das war eine schöne Zeit. Den habe ich zusammen mit Lukas gespielt. Die Prüfung der Geduld war das Beste. Das Beste überhaupt, yeah. Wir haben die gleichzeitig gemacht und ich habe extra falsch gezählt. Ja, Lukas hat es 3-mal hintereinander nicht gepackt gekriegt. Und das ist auch richtig so oder falsch. Ja.
lustig. Naja, beim vierten Versuch hat er es dann endlich geschafft. Weil er mich jedes Mal, wenn der Bambus gekippt ist, ins Wasser geschubst hat. Autsch. Nach einer Weile verstand ich es dann. Sie war mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Ich hatte in ihr einen neuen Freund gefunden. Und eine neue Freundin? Wer weiß. Wirklich schade, dass Ivan dich noch nicht kennengelernt hast. Er hat... Warum? Nun ja, sagen wir es mal so. Er hat gute Verbindungen zu Instatainment. Und ich wette, er wäre von Evotaren ziemlich begeistert. Leider ist er gerade auf Geschäftsreise. Keine Chance also, ihn in den nächsten Tagen zu treffen. Oh, habt ihr über Eva gesprochen? Nein. Ach, kommt! Ach komm, ich will ihn endlich mal kennenlernen! Vergiss es. Ich wette, er macht richtig bla und blub. Mann, ich kann das nicht richtig lesen. Und ich sehe, weil das so schnell ist. Und ehe ich mich versehe, war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Aber kann ich jetzt noch die beiden Speicherstände oder kann ich es nicht? Oder gibt es mir das Spiel keine Möglichkeit dafür? Weil ich habe da so einen Verdacht. Das ist, glaube ich, nicht geht. Das ist eine Einbahnstraße. Und wenn ich das zweite Ende wollte, dann müsste ich das wahrscheinlich den Bossgegner noch einmal und dann die andere Entscheidung. Wenn nötig, werde ich, das wahrscheinlich auch machen müssen. Durch irgendwie, aber... keine Ahnung. Ich würde mir das einfallen lassen für den Fall der Fälle. Aber ich weiß echt nicht, wie das jetzt weitergeht. So, weiter. Ui, was für ein tolles Versteck. Jupp, schlägt unser kleines Hauptquartier im Längen. Nun ja, wir hatten schließlich die Connections, die Verbindungen. Also dann, es ist soweit. Ich weiß nicht, was ich euch anderes sagen sollte, außer... Vielen Dank für alles. Wir hätten das niemals ohne eure Hilfe geschafft. Ach, nicht der Rede wert. Wir haben der Gerechtigkeit gedient, als sie es bitter nötig hatte. Der Ritter der Gerechtigkeit, ja. Sergi, lernen wir doch zurückkehren, oder? Kann man wohl nicht sagen. Bitte versprich mir, dass sie wiederkommt. Das kann ich dir leider nicht versprechen. Ich kann dir nur versprechen, dass ich alles in meiner Macht stehende dafür tun werde. Lea, ich werde dich so vermissen. Bye. Irgendwann müsst du wieder zu uns zurückkommen. Erst du müsst einfach. Hm? Adieu, Cherie. Bye. Bye. Mach's gut, Leo. Ha, jetzt habe ich am Ende doch die berühmte Umarmung gesehen. Der kann es wohl nicht lassen, ne? Boah. Der ist aber auch derbe drauf. Wir sehen uns, Leo. Bye. Bis bald, Liebes. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Speromancer Lea! Lea! Also gut. Leb wohl, Lea. Bye. Nun lass mich bitte entweder los. Auf Wiedersehen, Kleine. Ja, Rums. Was für eine Überraschung.